Jetzt, wenn man ein Tornado-Event mitmacht, war es ja am Schluss mal so, dass du irgendwie nur ein paar XP und so bekommen hast und ein bisschen Zeug und das war's, richtig? Ja. Jetzt öffnet sich ein Portal danach, das sieht ungefähr so aus wie diese Portale hier. Da gehst du durch und bist dann in deren Welt. Ich dachte es mir gerade, okay, es wird auch besser. Und das sind Dropships drum um dich rum und dann kommen andere Wellen und die musst du halt verteidigen. Wir waren zu dritt drin letztens mit einem kleinen Squad, das haben wir nicht überlebt. Ja, schau mal Richtung Incursion, oder? Hier, Strike Team meine ich. So, nach oben, ich setze den Punkt. Hier die Moisture-Farben, sehr gut. Für das Gesicht von Welt. Jetzt mal schön in der Nähe. Bin an einem Grashalm hängen geblieben. Ah, die sind ja ganz in der Nähe von der kleinen Station, das ist schon mal gut. Von der Moisture-Farm, was du ja gesagt hast, genau. Die Feuchtfarm. Ja, sagen sie nur Feuchtigkeit farmen und nicht feucht machen. Ja, irgendwelche imperialen Sturmtruppen kommen. Nur die haben solche Präzision. Kurz nachladen. So, hier müsste es eigentlich irgendwo sein. Aber ich sehe nichts. Weiter vorne. Das sind schon wieder ach, die laufen. Ja, da vorne laufen sie, ich sehe sie schon. Laufen sie! Ah, okay, das Sturmgewehr schießt inzwischen deutlich schneller. Was war das gerade? Irgendeine Warning? Ja, auch irgendwas gesehen. Wow, knapp daneben ist auch vorbei. Zack. Oh, Energieschild ist oben. Ja, die laufen, die Schocktroops. Ja, die greifen halt auch irgendwas an irgendwann. Ja. Die wollen nach vorne hin. Da ist das, ich sehe sie. Tot. Oder? Ne, es ist crashed, ist das. Crash Thumper. Ganz schön dunkel geworden. Na, da ist noch einer. Kann man gleich mal kann man retten, da gibt es auch Punkte. Juggernaut. Was? Wo? Oh, wo? Ach, da vorne ist der, sehr gut, da wollen wir hin. Das ist doch wieder in derselben Ecke wie sonst immer, also das kann man sich relativ gut merken hier. Jedes Würmchen auch ein Stürmchen. Ja, und ein Data Collector, das ist auch cool. Dann helfen wir mal mit da vorne. Na, erstmal hier das hier wegknatschen, weil. Die hässlichen Viecher spawnen dann wieder. Okay. Die Hisser. Ja, wir kommen gleich nach. Die Hisserpisser. Ich war auch gerade da. Ich mach mal kurz hier das Supply Crate noch auf. Okay. Ja. So. Da gibt's jetzt auch deutlich mehr. Oh ja. Ganz viele gibt's da. Je nachdem, wo du bist, in welcher Zone. So, mein Freund, du musst darauf zielen, was du siehst. Diese fliegenden roten Dinger, genau. Die müssen wir kaputt machen. Und diese kleinen, die sehe ich ja auch noch. So, Türme stelle ich mal hier oben auf. Oh. Und feste drauf, genau. Immer feste mit draufhauen. Der bewegt sich halt ein bisschen, wie du siehst. Hier wäre zum Beispiel mein anderer Suit besser geeignet. Ja, und Banditen sind auch noch da. Ach, da super. Oh, verdammt, ich bin voll mit Banditen drin. Ich komme mal zu euch. Mach das. Boah, aber dann krieg ich wenigstens mit dem Ding hier gut XP, das ist schon mal ganz super. Ich hätte hier hoch mit der Tornado nach oben geschossen zu den anderen. Zum anderen Squad. Fumpf! Also die sind. Ah, ich brauche Munition. Munition! Gehst du da ran? Also diese fliegenden Kugeln sind das Ziel. Das ist genau, die Shards. Oh, einer ist down. Wer ist down? War da unten. Ah, nein, ich bin runtergefallen! Ah. Weg! Wer ist wo down? Vor uns liegt einer. Ich glaube, man hat's schon wieder. Ja. Ich sehe niemanden mehr. Aber das Runterfallen hat mir wenigstens Munition beschert, das ist schon mal ganz gut. Wie kann ich bleiben eigentlich? Bitte? Achso, einfach E drücken. Genau, du musst da wieder hinlaufen. Oder halt mit einer deiner Fähigkeiten. Ja. Explosiv, Muni! Hier treffe ich nichts mehr. Umschalten auf. Ja, genau. Stimmt, meine macht auch Tacker. Ist nicht mehr ganz so hell. Ja. Meine Lasergun hier, schauen wir mal. Laser Pew Pew. Ja, ich stelle mir mal Munition hin, weil die kann man sich inzwischen auch selber stellen. So. Im Übrigen, das sieht jetzt total langweilig aus, aber warte mal ab, wenn die Dinger explodieren, dann ist es nicht mehr langweilig. Genau. Das sind so Wellen, sag ich mal dazu. Ich hab's ja noch in Erinnerung, darum. Du bist dann quasi. Ich verrat mal nix, guck's dir an. Näher kommen, ja, okay. Stehen meine Türme eigentlich noch alle? Ja, gut. Oh ja, da unten. Ist schon einiges gespawnt, ne? Ah, das war der erste. Ja. So. Ja,
Targets inbound. Genau, jetzt kommen ganz, ganz viele von diesen Viechern nach unten. Und wir müssen aber die anderen auch noch kaputt machen. Das heißt, jetzt haben wir zwei Sachen, auf die wir achten müssen. Ja. Da unten siehst du die ganzen Viecher. Ja, ich sehe sie schon. Aber ich habe meine Wave auch zur Not schon mal aktiv. Na, ich bin noch nicht ganz aufgeladen mit meinem Elektroding. Doch, schon. Mal nachladen. Wow. Nicht runterfallen. Das ist mir schon zweimal was passiert. Zweimal? Wer bietet mehr? Ja, auf den Links mit 25%, 23%. 20, 18. Und Explosivmuni. Ja. Die Granatwerfer sind so overpowered. Der Zweier. Ja. Oh, Munition ist alle. Ui, aber jetzt habe ich wieder Munition. 4500 XP. Ja, die zweite Welle sogar schon. Ja. Also jetzt haben wir jetzt schon 9000 verdient. Ich muss sagen, deswegen gefällt mir dieses Spiel immer noch mehr als die Feien. Einfach so bombastisch. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Man kann vor allem mal wieder reinsteigen. Das ist, ja. Ne? Juhu! Weil es will, weil es kann. Ja, es ist opening up. So, der bleibt stehen in der Mitte, da kann man also schön draufholzen. Und danach wird das Portal unten in der Mitte sich öffnen im Übrigen. Oh Gott, wie viel sind das hier unten? Ja, massig, sei froh, dass sie da unten sind. Wow, ich bin tot. Und hätte ich jetzt meinen anderen Suit an, könnte ich da schön runterballern mit dem AE. Deswegen schön mit dem Granatwerfer runterballern. Ja, Medkit, okay. Man kann sich auch mit dem Medkit platzieren lassen, das heißt, wenn man Platz dafür hat. Boah, meine Munition, ey. Hast du kein Munipack oder hast du die auf Cooldown gerade? Ja, ich kann es nicht auswählen. Ja, ey, Flair! Schön. Achso, kann man eigentlich die verschiedenen Items irgendwie auf die Tasten legen? Ja, das ist immer 5, die letzte, ansonsten muss er durchschalten. Ja, nur meine ganzen Items, die ich im Inventar habe, sind da nicht auf der 5, die muss ich immer manuell irgendwie rein. Ja, entweder halt über dieses Mausrad und dann. Nee, du verstehst nicht ganz. Da sind nur. Moment. Ja, die 4 Fähigkeiten. 3 Sachen drin auf der 5. Und andere krieg ich da nicht rein. Achso, komisch. Das ist echt komisch, weil ich habe hier das Reactor Bar UI schon und trotzdem. Ich geh jetzt auch mal runter, ich brauche Munition. Ich brauche auch Munition. Ich sehe nur keine. Ach doch, da vorne ist welche. Okay. Und wieder hoch. Und mir ist ein Schrumpflöten gegangen, sehe ich gerade. Oh, so. Und. Wir werden auch langsam eingeschlossen hier, ne? Ja, da kommt tatsächlich gerade die böse Wand da vorne. Ja, The Void. Schnell weiter auf den Kern schießen. Ja, wenn die andere Dreadnought nicht zwischen reinlaufen würde. Zum Glück gibt es kein Friendly Fire. Nein, da bin ich echt. Ah, schon wieder keine Munition mehr. What the fuck? Ich geh nochmal runter. So. Ja, ich werde den Charge wahrscheinlich. Juhu! Bin nach oben geschubst worden, sehr praktisch. Ja, ich treffe nicht mehr, ist zu weit weg. Ich auch nicht. Ich geh mal runter und stelle mal kurz Türme auf. Ah, Hilfe! Nein, nein, nicht! Nur fliegen ist schöner. Ich bin gerade zweimal nach oben geschubst worden. Ja, das hat ein Tornado so an sich, ne? Ja, ich war ziemlich weit oben, muss ich sagen. Oh, jetzt kannst du wieder ein Ziel sein. Ja, ist er. Und Explosivmuni. Ach, ist er jetzt? Jetzt bin ich hab mal unten meine Türme hingestellt. Damit ich auch die kleinen Viecher mal vernichten kann. 13, 2, 1. Und wir haben's. So, in der Mitte ist das Portal, direkt hin. Ja, ich seh's. Rein da. Jetzt rein, genau. Und einfach E drücken einmal und dann kurz warten. Yes, we have to enter the portal. We have entered the melding bubble. Und jetzt geht's ab. Jetzt geht's gleich richtig ab. Ja. Noch mehr als sonst. Aber ich sag dir, also man merkt wirklich, es ist eine Beta, aber es tut mir auch jedes Mal was mal einloggen. Guck mal nach oben. Boss. Ja. Ey, Boss. I can't. Alter. Und jetzt spawnen direkt. Unstable. Out of there. Ich pau mal meine Turrets da an die Wand. Wir sind im Melding, alter Fall. So, und im Übrigen, hier kommt ganz viel untotes Gesocks und Zeugs halt. Ich sehe es gerade schon. Sind die anderen eigentlich auch dabei? Also die vorher damit dabei waren, oder sind wir nur zu dritt hier drin?
Ich sehe es gerade nicht. Ich sehe doch da hinten. Nein, das sind Untote. Das ist ja, die Untoten sind wirklich übel. Also viel Spaß damit. Ich bleib mal hier oben. Additional crystal deposits have arrived. Data indicates rich veins of resources. Ah, hier war es. Unknown hostiles are prepared to engage. Aber so, hier sind auch die Untoten und die halten gut was aus auch. Ja, die halten wirklich viel aus. Oh, da kommen ganz dicke nochmal. Da kommen die dicken. Oh, verdammt, Moment. Aber wir haben einen Heiler dabei, müssen gucken, dass dieser Heiler ganz bleibt. Explosiv muss mir drauf da auf die. Meine Flie. Meine eine. Oh, Untote! Aber echt cool, wie das Edding noch aussieht hier oben, wenn man das sieht. Ja. Ist alles schön explodiert und schwebt in der Luft. Ja. Ah, ja, jetzt noch ein Dreadnought und gerade. Jetzt kommen die Dicken. Ah, da hinten ist die andere Gruppe tatsächlich. Okay, das ist praktisch. Oh! Der ganze Bildschirm rattert jedes Mal. Total geil. Da oben kommen die Dicken. Seht ihr das schon? Oh, bin down, bin down. Wo bist du, wo bist du? Hier vorne. Ich werde schon aufgehoben. Genau hinter dir. Ach da, Wir müssen mich aus diesen Explosionsdingern, die schießen auf uns. Wenn die uns treffen, sind wir ziemlich im Arsch. Wir müssen sie uns holen. Ich mach mal kurz ein Schild in die Mitte. Einen habe ich. Oh, Nachschub von hinten. Zwei, drei, okay. Oh, alter Schwede, hey. Ja. Das sieht schlecht aus. Okay. Heilung! So aus hier! Oh Gott! Wieso krieg ich die ganze Zeit Schaden? Was ist hier los? Ja, ich tot. Wow. Oh, down. Wormhole Collapse imminent. Das Wurmloch hat sich geschlossen. Das war jetzt eine Sache. Und ich weiß nicht, was man hätte machen können, um das zu verhindern. Mussten wir raus eventuell wieder, oder? Ja, das kann gut sein. Ich glaube, es ist eigentlich nur, dass man kurz zappen kann, oder? Und ein bisschen was abkreisen. Und dann muss man wieder raus. Wir hätten thumpen können, das wäre eine Idee gewesen. Ich bin mir auch nicht sicher, also. Ja, aber das ist das, was ich meinte mit dem Tornado. Es lohnt sich auf jeden Fall, den Tornado mal auf Angriff zu nehmen. Und hier sieht man gerade bei mir beim Ladebildschirm. Beim Ladebildschirm sieht man gerade wieder sehr schön hier, von wegen, wo sie momentan sind. Das finde ich sehr, sehr schön. Sind beim PvE-Content und kurz vorm Chosen War. Kurz ist jetzt ein relativer Begriff. Ah, okay, nee. Ich habe gerade hier das normale Copacabana-Ladebildschirm. Dafür ist die Ladezeit richtig übel. 36.000 noch 6P. Hm. Ja, dann kannst du ja schon was Gutes upgraden und dir dann bald schon. Also, man schaltet dann nach und nach frei, dann kannst du dir bald schon den zweiten Anzug holen. Genau. Ja gut, zweiter Anzug ist ja mittlerweile relativ. Du brauchst halt extrem viel Material noch dafür, um das überhaupt hinzukriegen. Und bevor man das macht, rüstet man natürlich trotzdem schon mal die Servos und so auf, deswegen. Aber Crafting ist ein gutes Stichwort. Ich muss mir noch die Jump Jets mal herstellen lassen. Das können wir jetzt ja machen. Wir müssen jetzt wieder genug Material haben. Ich hoffe. Ich bin hier zumindest. Wow. Ich hab noch viel Ladebildschirm. In Copacabana. Ist gerade Invasion? Oder viele Leute? Das klingt so. Also es kommt öfter vor. Mein Gott, das lädt aber mir echt gerade lang. Copacabana. So, jetzt bin ich auch da. Ja, das ist auf jeden Fall eine Invasion, würde ich fast sagen. Don't die in the portals, ja. You're right. Okay, ich brauche 40.000 XP für den nächsten Level. Send the manifests to my sin. I've saved a few of their decryption keys. One so. Of them might work. They've been sent. Okay. Oh, okay, ist so viel los. Ich gehe mal an die Station, da kann ich auch meine Refinings wieder abholen. Was habe ich denn hier gemacht? Keramik einmal und noch mehr Keramik. Ich brauche Metalle. Aber erstmal brauche ich auf jeden Fall, warum ist denn Loop? Engineer, ich brauche. Oh ja. Ich sehe gerade schon. Das ist komplett revamped. Common Components war es genau. Jumpshots 1. Energy Flow brauche ich noch. Dafür brauche ich Metalle. Also muss ich noch mehr Metalle refinen. Ah ja. Kann ich Metalle? Wir haben noch Metalle eingesammelt. Dann müsste ich doch eigentlich hier unten irgendwo. Ah, Wahnsinn, gerade hab's gesehen. Da. High Tensile Metals. Die sind in 5 Minuten, 6 Minuten sind sie fertig. Ah, ich brauche Rhino. Warte. Kann ich noch mehr Metalle herstellen oder ist das dann alles gewesen? Problem ist, dass die Raffinierung. Ah ja, gehen auch welche, ist ja schön. Du kannst dir mal das angucken. Ja. Ich sehe gerade nur schon, was ich alles brauche. Das ist massig, ne, mittlerweile.
Dreadnought Plating. Und es wäre halt schön, wenn du jetzt zum Beispiel, ich zeig das mal kurz, vielleicht guckt unser guter Community Manager von Red 5 mal rein. Ich will zum Beispiel die Jump Jets haben, ja? Kann ich auf die Jump Jets klicken und sehe unten zwei Icons mit den Dingern, die ich vorher herstellen muss, damit ich wiederum die Jump Jets herstellen kann. Jetzt wäre es schön, wenn ich auf die Icons draufklicke, dass ich direkt dahin geschoben werde und die dann herstellen oder kann. Oder dass man das direkt als Queue machen kann, dass er erst die einen Gegenstände herstellt. Genau, und eine Reihenfolge. Das ist eine Queue, genau. Das ist ja unten so eine Queue, dass wenn man da doppelt draufklickt oder sie rüberzieht, die automatisch in die Queue geworfen werden und du dich noch extra jedes Mal suchen musst. Das ist echt die Hölle. Subcomponents. Oh Gott, okay. Ja, die Subcomponents brauchst du für manche Dinge, wie Plating, glaube ich, zum Beispiel. Ich überlege gerade, wo muss ich denn genau rein? Battle Frame Progression wahrscheinlich. Ja, warte mal kurz, ich gehe mal kurz zurück. Du musst in. Es gibt nämlich zwei Battle Frame Dinger, das eine hat mich auch verwirrt. Battle Frame Equipment musst du. Component. Progression habe ich noch nicht verstanden. Ach doch, genau. Progression brauchst du für nachher für die Advanced Dinger. So, looking for Ceramic Dilix. Basic Run Speed. Ich guck mal kurz. Die eine habe ich ja schon. So, ich habe ja XP für den Frame, das heißt, ich kann jetzt ein bisschen Mobility und so aufbauen. Ich mache immer gleichmäßig, weil bis zu dem Mittelding komme ich so relativ schnell. Und die ersten kosten so nur 4000, bauen wir direkt mal rein. Die nächsten kosten 8000, bauen wir auch mal rein. So, Mobility. Da brauche ich zum Beispiel jetzt 40 Hardened Ceramics, die habe ich momentan nicht. Für die brauche ich Nano Bug YouTube Capacitor habe ich auch nicht. Ja, okay. Die Subcomponents, ne? Ja, die muss ich halt herstellen. Boah, das ist schon Wall of Text hier, muss ich sagen. Ne? Ist nicht, es erinnert mich ein bisschen immer mehr an Eve. Eve verwirrt einen am Anfang auch immer so. Nein, Eve verwirrt einen am Anfang schlimmer. Okay, zugegeben. Point taken. Und ich habe definitiv Plating hergestellt, ich kann es aber nirgendwo dran setzen. Ich habe Basic Plating hergestellt. Coralite, Bismuth. Das ist halt mal der Preferred Stat Value. Da kann man hier die Stats auswählen. Ich mache hier mal kurz das Tut fertig. Ja, mach das. Macht das, macht Sinn. Erzählt mir jetzt gerade irgendwas von der Sumping Area und. Work in progress, all nanoprint available for testing. Ja, ein Sumping Hammer. Sieht man das 3D-Bild schon mal, das ist witzig, wie die Sumper aussehen. Personal Tiki Sumper? ja, das ist geil, den habe ich sogar. Den Personal und den Medium-Dingsbums. Die Tikis kannst du ja, glaube ich. Eine zweite Workbench, toll. Okay. An der Stelle